Das ist schade. Nicht keine Idealsituation. So das knappe Fazit von Gladbachs Trainer Lucien Favre nach der 0:1 Derby-Pleite beim 1. FC Köln. Die Borussia mit historisch schlechtem Fehlstart in der Bundesliga. 5. Spiel, 5. Niederlage, 2:12 Tore. Der Trainer zumindest äußerlich verschnupft und ratlos. Quo Vadis, Borussia. Das beste Team der vergangenen Rückrunde, der Tabellendritte der Vorsaison, der Champions League-Teilnehmer in einer Krise, die bedrohliche Ausmaße annimmt. Noch sitzt Favre, seit 2011 Erfolgstrainer bei den Fohlen, fest im Sattel. Noch bleibt man ruhig am Niederrhein, wie nicht zuletzt Manager Max Eberl unter der Woche nachhaltig betonte. Wir haben einen großartigen Trainer bei uns, der fantastische Arbeit macht und der auch diese Situation mit uns gemeinsam lösen wird. Momentan ist es ein bisschen dunkel, aber wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Arbeit auch wieder das Licht sehen werden. Bei uns war es immer so, dass wir gesagt haben, wir haben Demut gelernt in der Phase, wo es schwierig war. Wir haben nie die Zeit vergessen. Lucien Favre hat immer wunderbar den Satz gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Das haben wir immer gesagt, das habt ihr aber nicht ernst genommen. Immer ernster wird nun aber die Lage bei den Favre-Fohlen. Schlechtester Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte, schlechtester Start einer Bundesligamannschaft seit 34 Jahren. Zwar auch bedingt durch viel Verletzungspech in der Abwehr, sollte der Negativlauf der Fohlen aber anhalten, dürfte auch der bisher unantastbare Trainer mehr und mehr in Frage gestellt werden. Die Trendwende bei den kriselnden Favre-Fohlen muss möglichst schnell her. Am Mittwoch im Heimspiel ist Augsburg zu Gast. Es könnte der erste kleine Schritt aus der Krise raus sein. Denn Lucien Favre weiß, nach diesem historischen Katastrophenstart: Wir haben noch viel zu tun. Viel zu tun, natürlich.